Der russische Geschäftsmann Nikolai Gluschko ist nach Angaben der britischen Antiterrorpolizei ermordet worden. An seinem Hals seien Gewaltspuren entdeckt worden. Nun haben die Behörden mit den Mordermittlungen begonnen. Der 68-Jährige, der als Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin galt, war tot in seinem Haus in London entdeckt worden. Gluschko hatte für verschiedene russische Großkonzerne gearbeitet. 2004 war er zu 3 Jahren Haft nach Vorwürfen von Betrug und Geldwäsche verurteilt worden. 2010 erhielt er in England Asyl. Gluschko war eng mit dem verstorbenen Putin-Gegner Boris Berezowski befreundet.